Im heutigen Video sprechen wir über das Xiaomi Mix Fold 2 und damit gibt es den ersten Nachfolger des Mix Fold 1 und ich erkläre euch heute in diesem Video, warum man mit diesem Smartphone ganz kurz Samsung übertrumpft hat und was das Ganze mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra zu tun hat. Wenn ihr Lust habt, alles über das Fold 2 zu erfahren und warum es doch wirklich besser ist als das Fold 4, dann solltet ihr dranbleiben. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Xiaomi Mix Fold 2 und damit gibt es, wie im Intro schon gesagt, den Nachfolger des Fold 1. Und man hat sich viel einfallen lassen, um dieses Smartphone noch einmal von seinem Vorgänger abzuheben, aber im selben Atemzug auch Samsung aufzuzeigen, wie man es eigentlich richtig macht. Was ich genau damit meine, das verrate ich euch jetzt gleich. Falls ihr übrigens Interesse an solchen Videos habt, dann macht es euch leicht. Abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Aber bevor ich euch zu lange auf die Folter spanne, würde ich euch erst einmal einen Eindruck zum Mix Fold 2 geben. Das Mix Fold 2 setzt natürlich auf zwei Displays, wobei man an dieser Stelle sagen muss, natürlich ist das Ganze nicht, denn Huawei hat bereits mit einer anderen Art gezeigt, wie man es vielleicht auch besser machen kann. Nichtsdestotrotz setzt das Mix Fold 2 auf zwei Displays und außen haben wir ein 6,56 Zoll großes AMOLED-Display. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um ein LTPO-Display. Dazu gibt es HDR10+ und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Schön ist zu sehen, dass man das außen anbietet. Wir haben ein Ratio von 21:9. Damit hat es schon so ein bisschen diese Barren-Feeling-Optik, aber nichtsdestotrotz hat man es hier geschafft, wirklich auch außen schon ein Display anzubieten, mit dem man im Alltag definitiv gut zurechtkommt und dadurch, dass wir hier eine LTPO-Technologie verbaut haben, nochmal etwas am Akku zu sparen bzw. dadurch die Laufzeit zu erhöhen. Aber viel interessanter als das Display, das wir außen angebracht haben, ist doch eigentlich das Display auf der Innenseite. Denn dabei handelt es sich um ein 8,02 Zoll großes Eco-Display. Genauer gesagt, es ist hier ein LTPO 2.0 Display und damit überragt es nochmal das Display auf der Außenseite, was die Funktionalität angeht. HDR10 Plus ist hier ebenfalls mit dabei, eine Strahlkraft von bis zu 1300 Nits im Peak haben wir auch und natürlich eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Wie könnte es anders sein? Dies ist natürlich nochmal adaptiv, heißt hier entscheidet das Smartphone selbst, was bietet sich in der jeweiligen Situation an. Was die Display Technologie hier in dem Fall angeht, zeigt man also, dass man das Beste vom Besten, nun ja, zumindest für ein Foldable, verbauen möchte und damit dem Kunden dieses optimale Gefühl geben möchte zwischen einem Alltagssmartphone und sobald man Inhalte konsumieren möchte, kann man das auf einem großen Display tun. Bevor wir aber über das Design sprechen und schauen, was dieses Smartphone eigentlich so besonders macht, gibt es noch etwas weiteres im Inneren, was wirklich interessant ist. Denn wir haben hier den Snapdragon 8 Plus Gen 1 und dazu gibt es das Ganze in jeder Version mit 12 GB RAM. Dazu können wir zwischen 256, 512 und 1 TB in der Max-Ausstattung an internem Speicher auswählen. Und damit hat man den zurzeit wohl besten Android-Chip verbaut und bietet dazu nochmal extrem großen Speicher an. Damit möchte man also deutlich machen, hey, come on, wir möchten nichts in eine Cloud auslagern, sondern ihr könnt alles wirklich auf diesem Smartphone nutzen. Ich finde es schön, dass man diesen Weg beim Mix Fold 2 geht. Ihr habt euch natürlich gefragt, hey, warum stellt ihr eigentlich ein S22 Ultra neben sich? Es geht doch um ein Xiaomi-Smartphone. Ja, okay, das macht Sinn. Natürlich passt das nicht wirklich zusammen. Aber ihr wolltet natürlich auch wissen, warum ist dieses Smartphone besser als ein Fold 4 von Samsung? Denn das Wichtigste vorweg, dieses Smartphone ist verdammt, verdammt dünn. Und damit möchte man endlich mit etwas brechen, was oft ein Vorurteil gegenüber Foldables ist, denn in der Regel sind diese Smartphones wirklich dick. Und wie oft habe ich diese Smartphones meinen Freunden gezeigt und alle haben gesagt, hey, im Endeffekt sind das zwei Smartphones, die man aufeinander klappt. Damit kannst du mich nicht hinter dem Ofen hervorlocken. Und genau da setzt Xiaomi an und zeigt damit auch, das wollen die Leute und das macht ein Foldable erst interessant, dass es nicht umständlich groß und dick ist, sondern es ist dünn und naja, verhältnismäßig leicht, denn wir reden hier über 264 Gramm, was immer noch extrem viel ist, aber bedenkt man, dass es sich dabei um zwei Smartphones handelt, ist es eigentlich leichter als zwei iPhone 13 Mini? Naja, nicht ganz, aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Das Smartphone ist sehr leicht und extrem dünn. In Zahlen heißt das, und hier muss ich ganz kurz spicken, dass wir im zusammengefalteten Zustand 12,2 mm haben und im geöffneten Zustand 5,4 mm. Damit ist es fast
ganz knapp, fast so dünn wie ein S22 Ultra. Und ist das nicht schön zu sehen? Man ist dünner als alle anderen Foldables, die es gibt auf dem Markt. Und wir haben den ganz großen Vorteil, man kommt ganz nah dran an die Ultra- und Top-Modelle, die allein durch den Kamerabump nun mal extrem dick sind. Und Kamera, das ist vielleicht ein guter Aufhänger, denn wir haben hier gleich drei Kameras auf der Rückseite verbaut. Designtechnisch, nun ja, ich fühle mich so ein bisschen in die 80er, 90er zurückversetzt, denn es ist sehr kantig. Mir gefällt es schon fast. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare und dann können wir mal in den Austausch gehen, wie cool die Designsprache des Mix Fold 2 wirklich ist. Interessant ist hier, wir haben eine 50 Megapixel Hauptkamera. Darum handelt es sich um Sony IMX766. Und jetzt werdet ihr sagen, oh mein Gott! Ja, genau, damit habt ihr vollkommen recht. Das ist die identische Kamera, die wir beispielsweise im OnePlus Nord 2 bekommen. Ein Mittelklasse-Smartphone oder auf dem Xiaomi 12, was ja so, ich würde mal sagen, untere Oberklasse ist, und damit hat man nicht wirklich die beste Kamera verbaut. Machen wir uns nichts vor, aber schön ist dafür zu sehen, man arbeitet mit Leica zusammen und vielleicht schafft man es damit, nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Ich persönlich muss sagen, beim 12S Ultra ist Ihnen das nicht ganz gelungen. Falls ihr mein Review dazu sehen möchtet, schaut gerne mal hier oben vorbei, denn ich durfte das Smartphone schon für euch testen. Darüber hinaus gibt es eine 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und nochmal eine dritte Kamera mit 8 Megapixeln. Beim Zoom hat man es echt nicht krachen lassen, denn wir haben nur einen zweifach optischen Zoom. Nun ja, so ein bisschen mehr hätte ich mir gewünscht, aber um da mal ganz kurz den Break reinzubringen. Ich bin gerne bereit, bei der Kamera ein Downgrade zu machen, was es nun mal de facto ist. Dafür ist dieses Smartphone aber dünn und im Alltag wesentlich besser nutzbar als der Andersfall. Das bedeutet hier in dem Fall eine Top-Kamera und dafür haben wir ein extrem dickes Smartphone. Außerdem haben wir nochmal eine 20 Megapixel Selfie-Cam hier verbaut. Die ist aber anders als im Fold 4. Nicht unter dem Display verbaut und auch damit kann ich leben, denn auch da muss man sagen, so ein kleines Punchhole, stört das wirklich? Naja, wir haben Apple mit der Notch und wir haben uns alle daran gewöhnt, einen ganz kleinen Tick vom Display abzugeben. Die Displayränder sind übrigens sehr dünn für ein Foldable und auch das weiß ich beim Mix Fold 2 zu schätzen. Im Inneren haben wir dann noch einen 4500 mAh Akku verbaut, den ihr nur mit 67 Watt kabelgebunden laden könnt. Und es ist nochmal schön zu sehen, das Smartphone ist so dünn, dass ihr gerade so das USB Type-C Kabel einstecken könnt. Ja, also dicker ist das Ganze nicht. Wenn ihr mal wissen möchtet, wie viel das ist, nehmt einfach mal euer Ladekabel zu Hause und schaut euch da mal an, wie dünn dieses Smartphone ist und vergleicht es mit eurem Smartphone zu Hause. Dann wisst ihr, was ich damit meine. 67 Watt, ja, kabelgebunden, kabellos und auch Reverse Charge ist hier nicht mit dabei. Man könnte jetzt sagen, und diese Kritik verstehe ich, zumindest kabelloses Laden bei einem Top-Smartphone sollte dabei sein, aber naja, ich glaube einfach, Xiaomi möchte hier einen anderen Weg gehen. Dazu haben wir nochmal Stereo-Lautsprecher mit dabei. Außerdem haben wir hier Android 12 mit dabei und das ist nochmal eine extra angepasste MIUI für das Foldable. Das macht natürlich Sinn, denn auch hier ist es oft ein Kritikpunkt bei Android-Geräten, dass es einfach alles nur hochskaliert wird und das versucht man seitens Xiaomi hier nochmal zu umgehen. Interessant ist aber am Ende, haben wir Band 20? Ja, haben wir. Kommt es nach Deutschland? Sehr wahrscheinlich nicht. Und damit wird uns so ein bisschen das Schönste der Welt vorgestellt, aber wir können es gar nicht hier bei uns nutzen und müssen wohl am Ende, wenn wir sagen, hey, wir wollen ein cooles Foldable, das Fold 4 von Samsung kaufen oder das Flip 4, was ein bisschen kleiner ist. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass Xiaomi es geschafft hat, mit dem zweiten Wurf eigentlich schon, was die Falttechnologie angeht, weiter zu sein als Samsung, die dafür jetzt 4 Anläufe gebraucht haben. Ja, immer noch schade, es kommt nicht zu uns. Umgerechnet kostet das Ganze übrigens nur 1.300 Euro. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit findet ihr bald hier unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr das Smartphone kaufen könnt. Und wie ich es schon gesagt habe, wir haben Band 20 mit dabei. Das bedeutet, ihr könnt das Smartphone hier auch in Deutschland ohne Probleme nutzen und habt damit die volle Netzabdeckung. Ich bin gespannt, ich habe zwar eben schon eine Frage gestellt, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Xiaomi Mix Fold 2? Ist es designtechnisch ganz gut? Wie findet ihr den Faltmechanismus? Sagt ihr, es ist dünn genug? Ihr möchtet eher bessere Kameras oder? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie immer freue ich mich auf den fairen Austausch mit euch und es gilt zu sagen, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.